Soweit ich weiß, darf man mit Alkohol gar nicht mehr Fahrrad fahren, sonst verliert man den Führerschein. War das nicht eine Grenze von 0,3? Ich glaube, 1 Promille. Ich glaube, es ist genauso wie beim Autofahren. Bis 0,5 darf man noch fahren. Langsam kommt der Frühling und viele Studierende steigen von den Öffis wieder aufs Fahrrad um. Doch wie lauten da eigentlich nochmal die Regeln? Was ist beim Fahrradfahren erlaubt und womit verstößt man gegen das Gesetz? Ich habe mich heute in Hamburg umgehört, um herauszufinden, wie der Stand bei den Leuten so ist. Und danach war ich beim ADAC, um herauszufinden, wie die Gesetze wirklich lauten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Ist es erlaubt, beim Fahrradfahren Musik zu hören oder wie sind da die Regeln? Ich denke nicht, weil sonst hört man ja nicht den Verkehr. Ich würde sagen nein, also mit Kopfhörer nicht. Das ist, glaube ich, nicht zulässig. Ich habe das mal irgendwo gehört, weil man ja sonst Warnsignale oder Sachen halt nicht hört. Nur gute Musik, die allen gefällt, hören. Möglichst laut, keine Ahnung. Nicht erlaubt, aber man macht das irgendwie trotzdem. Also grundsätzlich darf ich Kopfhörer benutzen, allerdings natürlich mit dem Grundsatz, ich muss doch alles mitbekommen. Es darf nicht so abgekapselt sein, dass ich das Martinshorn zum Beispiel überhöre oder den hupenden Autofahrer. Wie sind denn die Regeln für Fahrradfahren unter Alkoholeinfluss? Soweit ich weiß, darf man mit Alkohol gar nicht mehr Fahrrad fahren, sonst verliert man den Führerschein. War das nicht eine Grenze von 0,3? Ich glaube, 1 Promille. Und auch einen Führerschein abgenommen vom Auto. Ich glaube, es ist genauso wie beim Autofahren. Bis 0,5 darf man noch fahren. Die Regeln sehen anders aus als beim Autofahren. Beim Autofahren haben wir schon eine Ordnungswidrigkeit bei über 0,5 Promille. Beim Radfahren beginnt die absolute Fahruntüchtigkeit erst bei 1,6 Promille. Allerdings, wenn ich darüber liege, dann wird es auch richtig teuer. Meist sind so ungefähr ein Monatseinkommen und man bekommt auch 2 Punkte in Flensburg. In vielen Städten werden die Radwege immer weiter ausgebaut. Sind Fahrradfahrer verpflichtet, diese zu benutzen? Ich würde ja sagen. Ich denke mal, wenn sie vorhanden sind, ja. Wenn nicht, hat man, glaube ich, auf der Straße am Straßenverkehr teilzunehmen. Wenn sie da neben der Straße sind, ja. Es kommt ganz darauf an. Es gibt Verkehrszeichen, die schreiben die Benutzung des Radweges vor. Wenn die Benutzung nicht zumutbar ist, zum Beispiel im Winter oder im Herbst, wenn zu viel Laub drauf ist, wenn da Äste drauf liegen oder Schnee, dann bin ich nicht verpflichtet, als Radfahrer ihn zu benutzen. Muss man immer beide Hände am Lenker haben oder darf man auch mal einhändig oder freihändig unterwegs sein? Man muss beide Hände am Lenker haben, weil ich es schon mal gemacht habe und erwischt wurde und am Bußgeld zu viel zahlen musste. Ich würde sagen, es ist auch okay, wenn man einhändig oder freihändig unterwegs ist, wenn man es kann. Ich glaube, einhändig darf man, aber freihändig nicht. Man muss das bestimmt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Einhändig ja, wenn ich sicher fahren kann, einhändig. Freihändig nein. Gerade wenn man abends unterwegs ist und wenig Verkehr ist, ist die Verlockung vielleicht mal groß, auch mal bei Rot schnell über die Ampel zu fahren. Wie sieht es da mit einer Strafe aus? Das wäre teuer oder hat auf jeden Fall starke Konsequenzen. Dann kriegt man seinen Autoführerschein abgenommen oder so, wenn man einen hat. Denke ich mal auch Bußgeld. Ich würde so sagen pauschal 30 Euro. Bei Rot über die Ampel zu fahren ist natürlich verboten, ist ja ganz klar. Und das kostet tatsächlich 60 Euro und einen Punkt in Flensburg. Im Auto ist Telefonieren per Freisprechanlage erlaubt. Wie sieht das auf dem Fahrrad aus? Ich glaube nicht. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ist man ja immer abgelenkt, man muss das Handy ja halten. Gar nicht. In dem Moment habe ich ja dann immer noch Zugriff auf das Handy. Da würde ich dann nein sagen. Ich würde nein sagen, weil es lenkt einen ja schon eben ein bisschen ab. Genau wie im Auto, halt nur mit Freisprecheinrichtung, sprich mit Kopfhörern, mit Bluetooth-Kopfhörern, dann darf ich auch dann telefonieren. Wie sieht es denn mit Nebeneinanderfahren aus? Ist das erlaubt? Ja, würde ich sagen. Also nein, weil es gilt ja dann noch die Straßenverkehrsordnung, ne? Nee, das darf man nicht, das weiß ich. Ich glaube, es kommt tatsächlich darauf an, wie breit er letztendlich ist. Ich glaube, wenn es halt ausreichend Platz ist, würde ich ja sagen. Wenn er breit genug ist vielleicht. Grundsätzlich darf ich als Radfahrer nebeneinander fahren. Allerdings nur dann, wenn ich den Verkehr da nicht aufhalte. Das heißt, auf einer vielbefahrenen Straße in der Stadt ist das überhaupt keine gute Idee und ist auch verboten.